und herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Mod-Vorstellung. Wir haben hier einen Glas-Trailer komplett reworked. Finde ich ganz cool. Haben wir eigentlich eh so selten, so Glas-Trailer und so. Das sind so die typischen Dinge, die man eigentlich auf der Autobahn nicht so oft sieht. Und ich glaube, im ETS 2 generell, glaube ich, wird er nicht so oft genutzt, oder? Dürft ihr mal gerne in die Kommentare reinhauen, ob ihr den vielleicht öfters nutzt und sogar partout damit fahrt. Also ich sehe ich sehr selten. Aber gut, gucken wir uns mal an, was ist mit dabei. Drei Achsen, wir haben sogar noch ein paar Skins mit dabei. Passt auf, zeige ich euch natürlich alles in Farbe und Bunt, logisch. Dann haben wir hier praktisch Custom. Custom heißt, ihr könnt hier die komplette Außenhaut, auch hier sehr schöne Textur, diese Außenhaut hier natürlich dementsprechend schwarz machen. Hier sieht man es eigentlich am besten mit diesem Schwarz, ne? dieser Stoff. Ist das eigentlich Stoff? Was ist denn das eigentlich? Das Kunststoff ist auch nicht, oder? In echt meine ich jetzt, ne? Wenn es jemand weiß, darf es gerne auch kommentieren. So, ansonsten benutze definierte Farbe. Wir haben hier noch ein paar Skins mit dabei. Glass Corporation sagt mir jetzt mal nicht. Was haben wir da noch? Asa, irgendwas hier in Timbuktu wahrscheinlich. Lauter Sachen, die wir jetzt nicht kennen. Panitzglas, Gravin. Ja, ich lasse mal das, weil das ist das Einzige, was ich lesen kann. Ha. So, dann kommen wir zu unseren Anbauparts. Ihr seht, wir sind mit ein paar Parts unterwegs oder Anbausachen mit dabei. Schauen wir mal. Wir haben hier Unterlegkeile. Wir haben hier gelbe oder rote Reflexionsstreifen. Finde ich ganz interessant. Finde ich gut. Passt. Chrom oder hier Paint. Nehmen wir mit. Was haben wir da noch? Stock, das bleibt. Also das ist, wie es ist. Was haben wir da noch? Standard, das bleibt auch. Da haben wir nichts mehr. Die Reifen bleiben natürlich. Dann haben wir hinten am Popo natürlich auch wieder die roten oder die gelben Reflexionsstreifen. Die natürlich rot. Kennzeichen, das lassen wir weg. Schauen wir, ob es original ersetzt wird von SCS. Dann haben wir noch Typ 1, Typ 2. Oh, finde ich auch gut. Und hier hinten haben wir, schätze ich mal, noch Schmutzfänger. Schmutzlappen. Lappen eher, ne? Die sehen eigentlich auch ganz cool aus. Vor allen Dingen hier mit so einer leichten Neigung drin. Sieht gut aus. Das gefällt. Sieht authentisch aus. Nehmen wir mal, kaufen wir mal, bestätigen wir mal, klöppeln wir uns an dem LKW und dann schauen wir mal, was der Frachtmarkt so ergibt. Das ist ja auch immer das Wichtige, sage ich mal. Wenn so ein Trailer gebastelt wird, passt das dann auch mit der Fracht. Ne? So, also ranpacken, testen und testen. So, wir gucken mal. Hier bitte raus, da bitte rein. Frachtmarkt, was sagt er denn? Wir fahren natürlich Glas, 23 Tonnen. Da geht ab die Luzi. Also wir fahren einfach, ich mache mir in die Mitte, wir sehen, also es ist wirklich nur Glas und das sind wirklich immer 23 Tonnen. Glas wiegt, passt. Fracht passt auch, super. So, da ist er jetzt nun. Wir können die Trailerkabel sehen, das passt. Sieht auch soweit erstmal alles ganz schön aus. Gibt es nichts dran zu meckern. Template glaube ich ist jetzt keins dabei, aber wer ein bisschen skinnen kann, kann sich das ganz easy umskinnen, ne? Aber ich glaube, das dürfte nicht schwer sein. Könnte sogar für einen Laien sogar machbar sein. Ne? Was reimt sich sogar? Könnte für einen Laien machbar sein. So, wir gucken mal. Haben wir denn hier Animation unterstützen? Gucken wir mal. Ich mache mal jetzt hier. Ja, die Animation unterstützen. Die funktionieren. Hier sieht man es eigentlich ganz schön. Wie sie wieder rollisch nach oben fahren. Trailerkabel mit dabei. Liftachse. Jawohl. Läuft. Auch die erste Achse ist mit dabei. Fährt auch sehr schön unter den Schutz rein. Passt. Sehr schicker Trailer. Das gefällt. Kommen wir mal zum Lichttest. Das ist das, was auch noch interessiert, ob ja, wie es leuchtet und funkelt. So, machen wir das hier weg. Also, Abblendlicht. Dann schauen wir nochmal. Wir haben Positionslicht an der Seite. Hier, dort. Überall alle die schöne Positionslicht. Die leuchten auch sehr schön. Finde ich, sehen eigentlich recht gut aus. Boah. Also umso näher ich hingehe, umso besser gefallen sie mir. Also leuchten richtig gut. Was mir irritiert ist, dass die oben weiß sind. Hier kann man sehen, sie müssten nicht hinten eigentlich auch rot sein. Das ist vielleicht das Einzige, was mir ein bisschen irritiert. Rückwärtsgang, Bremse und dann hier nochmal die Warnblinkanlage. Ja, leuchtet, passt, sitzt und hat Luft. So, wir starten mal. Einen kleinen Test haben wir durchgeführt. Passt eigentlich alles soweit. Kommen wir mal also hier zum Fazit. Also wir haben hier einen Standalone-Glas-Trailer, den ich richtig gut finde. Sehr schöne Textur. Skins sind mit dabei. Wie schon gesagt, wer es kann sich das dementsprechend umskinnen. Ui, knappe Geschichte. Ansonsten, wir haben Trailerkabel, wir haben Liftachse, wir haben die Animation unterstützen, alles mit dabei. Das sieht alles wirklich schick aus. Und ich habe ja am Anfang am Video erwähnt, ich bin jetzt eher nicht derjenige, der so Glas-Trailer fährt. Aber nichtsdestotrotz, man sieht die auch relativ selten auf der Straße, aber ich habe ja schon gesagt, wer von euch so einen Glas-Trailer gerne fährt, der dürft das gerne mal kommentieren oder ob er sagt, oh nee, das ist irgendwie gar nicht so meins, haut einfach mal raus, haut mal in die Tasten, mich interessiert es einfach mal ein bisschen. Ne? Ich finde es auf alle Fälle ein sehr schicker Trailer, kann man eigentlich nicht meckern.
Einzige, was man natürlich jetzt, ich habe zwei Punkte, die ich kritisieren muss. Das ist einmal oben die Positionsleuchten, die sind hier weiß. Ich hätte gedacht, die wären rot. Und unten das Kennzeichen wird hier nicht ersetzt durch das Original SCS, denn da haben wir dann nämlich so Buchstaben, die man dann hier so ersetzen kann. Und das macht jetzt für uns europäischen oder für unseren Deutschland- oder deutschsprachigen Raum eher wenig Sinn. Natürlich für unsere Nachbarländer genauso wenig, weil es nicht das passende Kennzeichen ist. Aber das vielleicht nochmal am Rande und mal zu erwähnen. So, falls ihr noch Fragen habt zu diesem Trailer, ich meine, ist trotzdem immerhin schick, dann dürft ihr es gerne machen, einfach kommentieren. Ansonsten will man einen Daumen da lassen, Abo von Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich wie immer knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.